Wir könnten doch jetzt unseren kleinen Hausgottesdienst feiern. Oh ja. Oh ja, das lassen wir machen. Was brauchen wir dafür? Kekse. Hm. Okay, oh, hol mal welche. Gut. Kerzen haben wir schon. Mhm. Auch schön. Wollen wir noch ein Lied singen? Ja. Ja. Das ist gut. Ich habe eine Idee. Was? Wir können dieses ihr Kinderlein Comet singen. Machen wir das. Schöne Idee. Soll ich einfach anfangen? Ja. Ja, bitte. Du mal an. Ihr Kinderlein Comet, oh Comet doch ein, zur Krippe her Comet, in Bethlehem schall. Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe, im nächtlichen Schall, seht ihr beides Lichtleins hell glänzendem Strahl, in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engel es sind. Papa? Ja? Kannst du nicht vielleicht die Weihnachtsbotschaft aus der Bibel vorlesen? Oh ja, klar. Die habe ich hier. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Papa, was machen wir jetzt? Ich finde, jetzt könnten wir ein Gebet sprechen, oder? Ja. Gut. Henny, fängst du an? Ja, ich fange an. Gott, unser Vater im Himmel, diese Zeit berührt uns, weckt Erinnerungen und unsere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Jesus, unser Heiland, du hast Menschen heilsam berührt, versicherst uns, dass wir geliebt sind, stillst unseren Hunger nach Leben und wächst die Hoffnung in uns. Geist Gottes, Quelle des Lebens, wir teilen dieses Weihnachtsgebäck. Wir danken dir für alles Gute in dieser Welt und in unserer Mitte. Lass uns Freude, Liebe und Frieden schmecken und stärke uns. Amen. 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 Und passend zu Hannas Gebet machen wir jetzt eine Aktion. Wir nehmen uns ein Stück von dem Gebäckteller. Hanna, du nimmst ein Stück Gebäck, dann teilst du es. Ein Stück für dich, ein Stück für Menschen, die dich genährt haben. Ein Stück für Menschen, die du genährt hast. Dann sprich langsam beim Verteilen zu jeder Person. Und das kannst du hier lesen. Du kannst es. Und so geben wir es einfach rum, dass jeder von uns was abbekommt. Dann fange ich an und gebe dir zuerst. Okay. Schön, dass es dich gibt. Eine süße und erfüllte Zeit dir. Göttliche Freude sei mit dir. Fürchte dich nicht. Ich nehme deinen Segen in mich auf und verschenke ihn weiter. Schön, dass es dich gibt. Eine süße und erfüllte Zeit dir. Göttliche Freude sei mit dir. Fürchte dich nicht. Dankeschön. Ich nehme deinen Segen in mich auf und verschenke ihn weiter. Marie. Schön, dass es dich gibt. Eine süße und erfüllte Zeit dir. Göttliche Freude sei mit dir. Fürchte dich nicht. Schön, dass es dich gibt, Lea. Dankeschön. Ich nehme deinen Segen in mich auf und gebe ihn weiter.
schön, dass es dich gibt. Eine süße und erfüllte Zeit dir. Göttliche Freude sei mit dir. Fürchte dich nicht. Vielen Dank. Ich nehme deinen Segen in mich auf und gebe ihn weiter. Schön, dass es dich gibt, Rahel. Eine süße und erfüllte Zeit wünsche ich dir. Göttliche Freude sei in dir. Fürchte dich nicht. Das ist lecker, ne? Ja. Wollen wir jetzt noch ein Lied singen zum Abschluss? Ja. Oh ja, das ist ja gut. Mhm. Wie wäre es mit O du Fröhliche? Weil das ist so ein klassisches Weihnachtslied. Das könnten wir doch vor dem Baum machen, weil irgendwie wird das passen. Das finde ich gut. Das ist ein schöner Vorschlag. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Das Vaterunser beten zum Abschluss. Ja, das ist gut. Dann bleibe ich bei dir hier. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war aber schön.